Das Paul Gary Moore und die Findigen unter euch werden natürlich wissen, wir haben die Gary Moore schon mal auf dem Videokanal vorgestellt. War eine sauteure Custom Shop Inspired by Series. Ich muss sagen, die war damals echt der Hammer. Es gibt ja viele Serien aus dem Gibson Custom Shop, die sehr, sehr teuer sind. Und deswegen unter anderem auch mal ein Grund dafür, einfach sich was ein bisschen preiswerteres auf den Schoß zu holen. Das sage ich ja sehr oft, wenn ich eine nicht ganz so teure Gibson vorstelle. Und wenn ihr euch mal rumschaut, wir haben Musikmesse-Video auf dem Videokanal und da seht ihr, dass ich auch auf der Musikmesse die Gibson Les Paul Gary Moore vorstelle und zwar aus Gibson USA. Ist ein anderes Werk als Gibson Custom Shop, zwar auch in Nashville, aber ist ein anderes Werk. Ist ein Werk, was ein bisschen mehr auf größere Stückzahlen spezialisiert ist und deswegen auch die Gitarren preiswerter produzieren kann. Ja, ich meine, ist natürlich immer die Frage, warum will ich das eine, warum will ich das andere? Was ist überhaupt eine Gary Moore Les Paul? Wie kommt man darauf, sowas zu bauen? Und so, vielleicht kann ich dazu auch mal ein paar Sachen nachher noch sagen. Aber wichtig ist natürlich, dass man sagt, okay, das eine sind die Custom Shop Instrumente, das andere sind die Zane Instrumente, immerhin aus USA, zu einem, ich sag mal, mittelmäßig hohen Preis. Ja? Im Prinzip ist es eine Les Paul, wie man so kennt, ne? Mit ein paar unterschiedlichen Spezifikationen zum absoluten Zane-Modell. Aber es ist im Prinzip eine Les Paul Standard als praktisch Upgrade mit bestimmten Spezifikationen. Dazu gehört eine ausgewählte Decke, ja, aus Doppel-A. Sieht man sehr schön, wenn ich es jetzt mal ins Licht halte. Echt sehr, sehr schön ausgesucht. Zwei Burstbucker Pro. Und was euch gleich auffällt, ist, dass einer von den beiden Pickups andersrum montiert ist. Das hatte Gary Moore so, oder ich glaube, Peter Green hat es angefangen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall haben die den rumgedreht. Man sagt, der Pickup hat dann etwas mehr Höhen und Mund ein bisschen weniger, weil man sagt, die Schraubenspule ist etwas lauter und deswegen praktisch, ist es hier so, dass dann praktisch der stegnähere Teil überwiegt und der Humbucker ein bisschen weniger Mulm entwickelt. Wie auch immer, also ich höre es nicht, ja, aber es ist halt praktisch ein authentisches Feature. Dann gibt es natürlich die mismatched Knöpfe hier sozusagen, ja, das eine sind die Spiegelknöpfe. So war die Les Paul von Peter Green, ist ja später an Gary Moore gegangen. Ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, er wollte sie immer wieder haben, Peter Green, hat sie aber nicht wieder bekommen von Gary Moore. Und hat viele, viele geile Sachen damit gespielt, unter anderem Still Got the Blues. Dann musste er sie ja leider verkaufen, er wollte sie nicht verkaufen oder musste sie versteigern. Oder nein, Quatsch, er hat sie verkauft, ich meine für eine Million Pfund, ich weiß nicht mal ganz genau, auf jeden Fall viel zu viel Geld. Und unter der Prämisse, dass sie nicht weiter verkauft wird, und ich glaube, eine Woche später war sie dann bei irgendeiner Auktion und wurde dann doch verkauft. Meine, so kann man halt Leuten auch nicht vertrauen. Er musste das wohl machen, weil er eine Nieren-OP hatte und hat diverse Scheidungen. Er brauchte das Geld und also auch Rockstars müssen manchmal auf ihr Geld achten und dann sind so schöne Schätzchen halt weg. Ich meine, ich sage es ja so oft, sehr oft auf dem Videokanal, dass die 59er Les Paul sehr, sehr teuer sind. Und so war es natürlich auch mit der Les Paul von Gary Moore. Okay, diese Les Paul, die ich hier habe, ist im Prinzip eine Standard Les Paul, die sich an Spezifikationen dieser Gary Moore Les Paul orientiert. Das ist keine 59er Replika. Ja? Dafür müssen wir praktisch im Custom Shop schauen. Wäre auch sehr, sehr viel teurer. Das heißt, hier muss man immer sehen, wenn man eine Seriengitarre hat und die Gibson Les Paul Standard ist eine Seriengitarre, dass man bestimmte Spezifikationen in so einen praktischen Ablauf integriert, sodass das Ganze auch noch herstellbar bleibt. Ja? Und vor allen Dingen die Gitarre zu einem noch erschwinglichen Preis rausgeht, weil sonst wird die Gitarre zu teuer. Ja? Und deswegen gibt es verschiedene Serien bei Gibson. Los geht es ja mit der Studioserie, dann mit der Standardserie. Weiter oben gibt es die Custom Shop Sachen aus Memphis oder auch aus Nashville, habe ich ja schon oft gesagt, die dann sehr, sehr viel genauer auf die ganzen originalen, historisch korrekten Spezifikationen eingehen können. Hier ist es nicht so. Hier habe ich eigentlich eine Les Paul Standard, die aber dennoch obergeil klingt. Ja, also ich habe es schon am Anfang versucht zu zeigen. Klingt sehr, sehr holzig. Ne? Das ist diese schöne. Thank you.
Was ich halt höre, ist, dass die Gitarre sehr, sehr schön warm drückt. Das ist oft das, was ich praktisch sage bei Les Pauls, weil es auch einfach so ist. Das Mahagoni füttert von unten. Das ist das, was ihr so als U oder Hu hört. Und obendrauf gibt es dann die Höhen vom Maple oder auch vom Rosewood. Hier von Grenadillo ist praktisch eine andere Holzart, auch sehr hart. Ja? Sieht man, hat auch eine etwas andere Maserung. Etwas heller, aber passt, wie ich finde, perfekt zum Look der Gitarre. Es ist schon ganz wichtig, dass, wenn so eine Gitarre gebaut wird, dass da so die optischen Sachen gut kommen. Hier sieht man übrigens mal, wie dick so eine Les Paul-Decke ist, ne? Weil das Binding fehlt. Das ist so ein bisschen wie bei einer Les Paul-Studio. Ja? Und es hat schon mal eine Les Paul Gary Moore gegeben, ohne Binding. Ist bestimmt schon 10 Jahre her oder noch länger. Jetzt ist sie nochmal aufgelegt worden, aber auch ohne Binding. Und dadurch lässt sich hier ganz schön die Dicke der Decke sehen. Und daran sieht man auch, dass praktisch das Maple eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, Höhen zu erzeugen. Und das hört man auch sehr, sehr gut. Ja. Ich gehe mal eine Genstufe runter. Nachher wird es sowieso wieder auf High Gain gehen. Aber ich gehe mal runter. Dieses... Wenn ich jetzt beide Pickups zusammenfahre, habe ich diesen leicht höhenbetonten Sound, ein bisschen twangiger. Ne? Mich erinnert es immer so ganz entfernt an eine Telecaster, ist es natürlich nicht ganz, oder was heißt nicht ganz, eigentlich gar nicht, weil die Hölzer ganz andere sind, aber was so ein bisschen hoch, so hell mittig praktisch so daher twangt, ist schon ein bisschen Telecaster-mäßig. Jetzt nochmal den Hals-Pickup. Und nochmal der Steg-Pickup. Okay, ja, warum nicht? Wenn ihr euch mal die Sachen anhört von Gary Moore, war natürlich ein Gitarrist, der wirklich vom Ton her mörderisch war. Ja. Ich muss sagen, ich mache gerade mal das Gerausche aus, war wirklich ein Teufelskerl, was die Gitarre angeht, hat immer sehr, sehr viel Testosteron gespielt, unglaublichen Ton, auch ein super Vibrato und war immer darauf aus, wirklich einfach gut zu sein. Ja, es ist also wirklich super gut zu sein, jetzt im übersteigerten Maße. Ja. Es war wirklich einer meiner ganz frühen Helden. Ich weiß noch, Victims of the Future, die Platte oder praktisch die davor, The Corridors of Power, müsst ihr euch mal anhören. Hat auch viel Strat gespielt, ist dann später auf Les Paul. Und ich hatte sogar mal die Ehre und habe ihn kennengelernt im Laden. Damit würde ich nicht prahlen, wenn es nicht so cool gewesen wäre. Ja? Ich muss sagen, er war einmal da, da hatte er so die Hände in so einem schwarzen Mantel und ich wollte eigentlich nur, dass er spielt. Ja? Aber ich habe gedacht, ey, wenn du schon mal Gary Moore im Laden hast, vielleicht kriegst du ihn ja dazu, dass er spielt. Und er hatte aber die Hände wirklich in diesem schwarzen Mantel gelassen und hat sich dann halt einen Fullton-OCD geholt. Habe ich mir auch gedacht, okay, ich dachte so, Gary Moore hat vielleicht schon alle Verzerrer. Nee, der braucht einen Verzerrer an dem Tag. Und dann auf dem Rückweg von der Tour kam er zurück mit seinem Manager und so weiter. Und dann stand er bei uns drüben bei den Standard Les Pauls und dann habe ich echt einen Finger aus der Nase genommen, bin hingelaufen, habe echt all meinen Mut zusammengenommen und gemeint, hier, Mr. Moore, wie geht's? Wir haben übrigens die guten Les Pauls da drüben. Und da bin ich mit ihm rüber zum Custom-Shop-Raum und da hat er mir dann auch gleich erzählt, ja, ich habe hier eine 58er Lemon Burst, die habe ich auch und die habe ich auch und die habe ich auch. Er hatte also viele, viele so Custom-Shop Les Pauls und mit einem Mal, ich habe dann einfach eine Gitarre rausgenommen. Und wie das ist bei so Vielspielern oder bei so extrem guten Gitarristen, wenn man denen einfach eine Gitarre gibt, dann fangen die ganz automatisch an zu spielen. Ja, und dann habe ich einfach das Kabel genommen, habe an Marshall gehangen und dann hat er ungefähr eine Stunde lang gespielt, bis er irgendwann einen 59er gekauft hat. Also einen 59er Standard in Cherry Burst. Wo ich eigentlich dachte, der hat bestimmt schon 59er, aber ihm war halt so, ja, wollte halt einer haben.
Und war echt ein super geiler Tag. Und werde ich nie vergessen, ich habe sogar die Rechnung aufgehoben mit seiner Unterschrift. Also unfassbar. Und der Typ ist einfach wirklich bekannt dafür, dass er einfach einen sauguten Ton hat. Ja, und das ist natürlich auch der Grund, warum man dann sagt, okay, wir machen eine Gitarre, die praktisch unter seinem Namen läuft, wo man sagt, das ist legendär genug. Und dieser Mensch steht für Rock oder für Bluesrock oder für Hardrock im allerbesten Sinne. Und das ist echt eine super feine Geschichte. Obergeil. Thank you.